Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Freunde im Edelweiß. Ich muss Ihnen wirklich sagen, in den letzten Wochen waren die Begriffe Moral, Verantwortungsbewusstsein, Sittenbild, die großen Überschriften im In- und im Ausland. Eines hat mich persönlich wahnsinnig getroffen und das hat mir gefehlt und darunter leide ich, das ist die Scheinheiligkeit. Die Scheinheiligkeit der letzten Wochen und Monate, der Scheinheiligkeit, die wir teilweise auch immer wieder hier in diesem Haus erleben. Herr Landeshauptmann, ich bitte Sie, uns wirklich heute zu sagen, ganz offen, aus welchen Gründen genau Sie zum Beispiel Landesrat Wiedmann jetzt dieses Vertrauen entziehen und die Kompetenzen entziehen. Sie haben gesagt, ich zitiere, es war keine einfache Entscheidung, aber dieser Schritt war notwendig. Es fehlt das Vertrauen, weil er in diesen Telefongesprächen, so interpretiere ich das jetzt, sich über Sie ausgelassen hat oder aus anderen Gründen. Das möchte ich einfach klar wissen, denn ich würde das verstehen, die Illoyalität und auch die persönliche Befindlichkeit, das kann man durchaus nachvollziehen, das will ich gar nicht abstreiten, dafür kann man auch Verständnis haben. Ich verstehe es aber nicht, warum man bei Landesrat Vettorato kein Problem hat, denn spätestens nach dem Buch, das ist das, was wir zum Beispiel davor nicht gewusst haben, ein Punkt, der auch für den Untersuchungsausschuss neu war, was hier im Hintergrund bei der Lega passiert ist und dass jemand zum Landeshauptmann Stellvertreter geworden ist, der es eigentlich nicht hätte werden sollen. Jemand, der von Gatterer und Co. gecoacht worden ist für 4 Flaschen Wein, wo sich jeder im Land fragt, wie flüssig und wie gut der Tropfen wohl gewesen sein mag. Also da haben wir kein Problem. Das ist für mich scheinheilig. Das Gleiche ist, Kollege Lanz, ich verstehe dich, du warst in einer schwierigen Situation. Damals, beruflich, und ich habe da fühle ich auch mit bis zu einem gewissen Punkt. Aber was ich nicht verstehen kann, man schließt Verträge ab, macht abseits des offiziellen Vertrags, arbeitet man nochmals einen Vertrag aus, auch wenn es dann nicht zur definitiven Unterschrift gekommen ist. Aber ist man deswegen Opfer? Für mich nicht. Und ich finde das einfach dann scheinheilig, wenn wir uns in diesen Wochen über diese Themen auseinandersetzen und auch medial uns gegenseitig vorführen lassen. Und hier geht wirklich auch mein Appell an die Medien in diesem Land. Wir werden ja Zeuge, was da passiert. Wer etwas kritisiert, das vielleicht dem Team Kompatscher, sage ich es einmal, nahegelegt wird oder dem Team Wiedmann oder wem auch immer, der wird dann von der jeweiligen Tageszeitung auseinandergenommen. Und einen Appell an den öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Land. Und diese paar Sekunden, Herr Präsident, geben Sie mir bitte. Ich war vor 3 Jahren, als in Österreich ein Regierungsskandal war, in die Reihe geladen und zitiert worden und wurde gefragt, sind alle Freiheitlichen so? Hat es beim Skandal im eigenen Land, bei der eigenen Regierungspartei, ein solches Pro und Contra gegeben? Eine solche Frage und ein Generalverdacht auf alle Mitglieder und auf alle Leute, die arbeiten, hat es nicht gegeben. Und ich zitiere den Parteiobmann Achammer, mit dem ich dieses Pro und Contra damals gemacht habe, der gesagt hat, was gar nicht geht, ist, man stellt sich jetzt als Opfer dar, man sollte jetzt einfach nur schleunigst still sein und der Bundeskanzler hat das einzig Richtige gemacht und hat nicht gesagt, wir tauschen jetzt nur einen Kopf aus. Und diese Konsequenz erwarte ich mir jetzt auch von dieser Landesregierung.